Wer eine Website ins Internet stellt, der möchte natürlich auch gerne wissen, ob und wie diese von anderen angeschaut und genutzt wird. Diese Informationen findet der Besitzer eines Internetangebots jederzeit in der Statistik über den Traffic, also den Datenverkehr auf seiner Seite. Jeder, der eine Webadresse anklickt, hinterlässt dabei zwar nicht seine Identität, aber doch eine ganze Menge Informationen. Von welcher Seite er kommt, wie lange er bleibt und was genau er sich anschaut. All dies fließt in die Statistik und wird in Einheiten wie Views per Hour oder Page Hits per Day ausgedrückt. Allgemein spricht man von der Clickrate einer Seite und diese Clickrate dient als Maß für ihren Erfolg. Und damit ist nicht zuletzt wirtschaftlicher Erfolg gemeint, denn die Clickrate bestimmt maßgeblich darüber, wie viel Geld der Betreiber eines Internetangebots für eine dort geschaltete Werbung verlangen kann. Je mehr Klicks, desto teurer die Werbung. Immer wieder gab es Versuche, die Clickrate zu manipulieren, sei es durch kleine Roboterprogramme, die sich tagelang auf einer Seite herumtreiben, oder sogenannte Clickfarmen in Billiglohnländern, in denen die Angestellten massenhaft bestimmte Adressen anwählen mussten. Solche Klickbetrügereien sind relativ leicht zu entlarven, aber sie beweisen, Mausklicks sind eine Art Währung des Internetzeitalters, auch wenn man die Brötchen beim Bäcker weiterhin mit richtigem Geld bezahlen muss.